Der Kongress, der The Impossible, das 21. Jahrhundert feministisch gestalten, will viel. Und das ist auch die Botschaft. Wir wollen Visionen entwickeln, wir wollen ein Signal setzen dafür, dass eben über das Gegebene hinaus gedacht wird und aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Wir wollen jetzt hier während 4 Tage zeigen, welche unterschiedlichen feministischen Ansätze es gibt, dass es eben eigentlich fast jedes Thema eine feministische Perspektive hat und braucht. Und das natürlich vor dem Hintergrund, dass die Art und Weise, wie Feminismen medial dargestellt werden, extrem verengt ist. Also genau dagegen wehrt sich dieser Kongress. Gegen die Verengung setzen wir Vielfalt. Und natürlich ist das Projekt, Visionen zu entwickeln, damit man das dann aber auch mit einem Tun verbinden kann. Also wie kommt man denn der Vision näher? Oder was sind die zentralen Hindernisse, die uns überhaupt davon abhalten, über das Gegebene hinaus auch nur zu denken? Gerade jetzt in New York, vor 2 Tagen ist der globale Report erschienen, der evaluiert, was wird eigentlich mit der Resolution 1325, die Frauen an die Friedenstische bringen will, die sexualisierte Gewalt in Kriegsgebieten zum Thema macht. Wie wird das eigentlich umgesetzt? Es ist ein Desaster, es wird einfach nicht umgesetzt. Das ist ein Thema. Wir gucken nach Syrien. Was macht die UN dort? Was macht UN Women dort? Was kann man dort noch machen? Wir geben Syrerinnen eine Stimme oder wir hören ihnen zu, die ihre Geschichten erzählen, die davon erzählen, wie sie es erlebt haben, wie Gebiete ausgehungert werden, in denen sie selber waren, also on the ground, Geschichten, die hier kein Mensch hört, die bringen wir hierher und versuchen sie zu vervielfältigen und eben zuzuhören und von dort aus wieder neue Visionen zu entwickeln. Mir ist ein ganz großes Anliegen, dass eben Feministinnen begreifen, was da eigentlich gerade passiert, dass sie die Flüchtlingskrise nicht auf Deutschland reduzieren, sondern dass sie den Blick in die Welt richten und dass sie nach den Fluchtursachen fragen und dass sie sich fragen, welche Verantwortung habe ich hier als Feministin, das heißt als jemand, die an weltweiter Gerechtigkeit interessiert ist, damit dieser Krieg gestoppt werden kann. Wir haben die Situation, dass Frauen in dieser, also als Akteurin, auch als Opfer überhaupt, Syrerinnen tauchen überhaupt nicht auf. Also generell haben wir das Problem, dass sich die deutsche Öffentlichkeit eigentlich nicht mit Syrien beschäftigen möchte. Aber innerhalb dieses Problems haben wir auch nochmal das Problem, dass Frauen komplett unsichtbar gemacht werden. Und dazu haben wir dann eben auch ein Panel, wo wir Expertinnen einladen, die sich sehr mit sexualisierter Gewalt in Kriegsgebieten auseinandergesetzt haben und sie aber auch einladen, jetzt mit Syrerinnen darüber zu sprechen, welche Instrumente haben wir jetzt. Wir gucken nicht zurück in die Vergangenheit, was ist alles versäumt worden, sondern wir stellen die Frage, was können wir jetzt machen? Man muss sich ja vorstellen, in Syrien ist es so, dass die Leute, die jetzt nicht fliehen konnten, das sind natürlich die Armen und das sind die Frauen. Und es gibt sehr, sehr viele, es arbeiten immer noch Frauengruppen, Gegenkämpfer in Syrien, um zivile Freiräume zu schaffen. Es gibt immer noch Treffen von Aktivistinnen unter schwierigsten Bedingungen, auch in den Gebieten, die vom Assad-Regime ausgehungert werden. Da haben wir Lubna Al-Kanawati eingeladen. Wir hatten unglaubliche Schwierigkeiten mit dem Visum. Auch das ist wieder, Deutschland ist nicht daran interessiert, diesen Expertinnen es leicht zu machen. Wir haben es dann geschafft. Sie wird ihre Geschichte erzählen, wie sie immer noch mit Frauengruppen in Syrien zusammenarbeitet und wie es für sie war, 2 Jahre lang zu hungern, um ihren Schwestern in Syrien zu helfen, bis sie dann durch einen Tunnel gekrochen ist. Dafür sehr, sehr viel Geld bezahlt hat, um die Flucht anzutreten, weil IS sie auf die Todesliste gesetzt hat. Das Ziel der Tagung ist, sich frei zu denken und dann aber auch mit Expertinnen gemeinsam nach Praxen zu suchen. Und natürlich erhoffe ich mir auch davon, dass das Publikum vielleicht einen Teil seiner Lethargie hinter sich lässt. Dass es eine Inspiration ist, wie die vielen Menschen, die vertrieben wohnen, die jetzt hier sind, auch die sehr vielen Frauen, die auch überhaupt unter den Vertriebenen überhaupt nicht als Gruppe ernst genommen werden, befragt werden, dass wir hier uns nicht nur feiern, weil wir jetzt helfen, was gut ist, aber eben nicht reicht, sondern dass wir tatsächlich anfangen zuzuhören. Wenn ich hier am Sonntag rausgehe, dann hoffe ich, dass ich richtig Lust habe, meinen Job zu machen.